das sollte so für Flugzeuge und so. Ich weiß, in Minecraft gibt es keine Flugzeuge, aber trotzdem. So für Flugzeuge, dass das dann so blinkt. Ne? Und wenn die entgegenkommen, dass die das dann sehen. Ne? Stimmt, über die Brücke sind wir auch noch nicht gefahren. Wir müssen noch über die Brücke fahren. Hier will ich so viel wie möglich mitnehmen. Hopp. Nicht runterfallen. Hier will ich so viel wie möglich mitnehmen. Was geht. Dann müssen wir noch über die Brücke schnell in die kleine Mine da reinfahren. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann gibt es nämlich bloß noch weit weg. Und das hat verdammt lang und gedauert und verdammt viel Schienen und Eisen und so weiter gekostet. Aber jetzt müssen wir erstmal darauf rennen. Zum anderen. Genau, Zugang 2 zu Rohstofflager. Und das. Ich habe vorhin Scheiße erzählt. Das war nicht Rohstofflager 2. Habe ich mir anscheinend verlesen. Das war bloß Rohstofflager. Nee, ich renne schon wieder in die falsche Richtung. Da hinten geht's ja lang. Da müssen wir hier schnell rüberhüpfen. Wenn ich jetzt schon wieder gefailt habe, ich bin da nicht die Treppe hochgelaufen, sondern natürlich über die Brücke schön. Schön nochmal Umweg genommen. So. Dann gehen wir da hinten auf das Baumhaus rauf und dann fahren wir noch ein bisschen über die Brücke. So, hier das soll Stahlträger darstellen. Ob das jetzt getroffen ist, kann man streiten. Aber ja, ist so, kann ich nicht ändern. So, hier ein Rechtsknick unter der Brücke hier durch. So. Und jetzt geht's ruf. Und gleich wieder runter. Und das ist ein bisschen strange, so wie die Lore hier fährt. Genau, das war bei den Zombie-Spawner. Da ist es rausgekommen. Ich glaube, da hinten. Hier war ein Lager, oder? Ich habe überall Lager gebaut, wo ich Lager bauen konnte. Genau hier war die ganze Wolle untergebracht. Und hier war noch das Lapislazuli und so weiter, was ich in meinem Lager, Hauptlager da nicht reingebracht habe. Hier war doch irgendwo noch ein Gang. Wo war denn der? Ich weiß, gut, Gänge gibt es hier viele, aber hier war doch, also mir war so, als wäre hier noch was gewesen. Noch ein Zombie-Spawner, aber das ist anscheinend doch der einzige. Vielleicht hier oben? Nee, da ist nichts mehr. Nein, hier. Das verstehe ich nicht. Also, ich dachte, da wäre jetzt am Ende noch, da wäre noch so ein. Da wäre ein Gang und dann wäre da noch einer gewesen, so ein Zombie-Spawner, aber. Okay, dann halt nicht. Dann fahren wir wieder raus. Ja gut, das war jetzt nicht so spektakulär, aber der Vollständigkeit halber. So, auch schön, wie das Ding diese Kurven überall fährt. So, und dann müssen wir jetzt bloß noch zu weit weg. Und das kann ein bisschen dauern. Weil ich habe es gerade vorhin schon erwähnt, das hat so verdammt lange gedauert, bis ich da war. Bis ich das gebaut habe, meine ich. Da werde ich, glaube ich, ein bisschen Musik auch drunter spielen. Unter die Fahrt. Weil das braucht man, um nicht abzuschalten. Glaube ich. Dieses ganze eintönige. Also, ja, vereinfacht jetzt von den Schienen zu hören, das ist nicht so der Bringer. Ja?
So, jetzt muss ich kurz noch mal umschauen. Hab ich wirklich alles? Ich will es hier nicht noch mal dann zweites Let's Show machen, bloß weil ich einen Teil vergessen habe. Nope. Also, jetzt geht's weit weg. Ich hab da was vergessen. Fällt mir jetzt gerade erst ein Nether, Nether. Und da werdet ihr euch freuen, denn da gibt's wieder. Wo war denn das Portal? Ach, da rechts war das Portal, stimmt. Hier, also wenn ich so stehe, rechts. Ja. Gibt's euch auch wieder Schienenstrecken. Also das hier kommt man so raus und da habe ich Cobblestone-Wand und wer war das? Weiß ich nicht. Hier können wir dann jetzt mal kurz hoch. Ja, geh hoch. So, hier. So. Hier oben schön das Nether-Baumhaus gebaut. Nein, ich kann. Also die Karte ist auch schön, ne? Nein, kein Baumhaus, waren bloß ein paar Bäume hier jetzt. So. Weil ich's konnte. Ja. Gut, und was das sollte, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Naja. Naja, naja. So, und jetzt können wir hier auch wieder. Na, komm, 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 komm. Lass mich einsteigen, lass mich. Alter, lass mich einsteigen! Verarschen! Jetzt. So, und jetzt fahr. Ich hoffe, da sind keine Pikmin auf der. Sind Pikmin überhaupt bei Peaceful da? Ich glaube nämlich nicht. So, hier Schienenstrecke und hier auch schön. Sieht man auch gleich die Pfosten, wie die da in der Lava stehen. Na, und so. Dann geht's hier hinten ruf über die Treppe. Ja, alles halt sehr einfach gemacht. Einfach bloß aufs Netherrack und hier eine komplette Wand reingezogen. Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Aber ihr seht hier schon, ein paar Gastangriffe hat das Ding nicht so gut überlebt. Ja, und hier geht's bis zum Bedrock hoch. Jetzt bis zum Bedrock runter wollte ich mir jetzt nicht graben. Und hier, na gut, das war jetzt der unkonventionelle Weg. Hier wäre eigentlich der Eingang. Wobei hier auch schon Gastalog gesagt hat und da hinten brennt es auch immer noch. Also hier ist schon einiges zuge bombt worden. Ja, hier haben wir dann Netherwarzen. Netherwarzenfarm, eine kleine. Und hier hinten geht's auch noch irgendwo hin. Hier geht's nämlich wieder in die Normalwelt. Und hier habe ich mal einen kleinen Neuanfang gewagt. So mittendrin. Hier ist nichts in der Kiste. Ja, warum sollte auch? So, jetzt muss ich mir kurz orientieren. War das rechts oder war das links? Ich glaube, es war rechts hier. Ja, hier war's. Ihr seht schon auf der Karte. Da haben wir jetzt eine kleine Insel mitten im Meer. Also die habe ich nicht selber gebaut, die habe ich bloß selbst geterraformt. Also was halt hier auf der Insel dann war, selbst geterraformt. Auch wieder so eine kleine Mauer reingezogen. Ja. Aber das ist ja noch nicht das Hauptaugenmerkmal, sondern hier, das hat auch lange gedauert, das hat auch extrem lange gedauert, bis diese Treppe da stand. So, jetzt müssen wir es irgendwie managen, dass wir direkt durch das Loch da durchfahren. Weil sonst ist das Boot kaputt und dann können wir schwimmen, wa? Links. Ja. Nein, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Bleibst du stehen? So. Sogar auf dem Land rausgekommen. Das lobe ich mir. So, dann habe ich hier eine kleine Erntemaschine. Gut, das ist jetzt. Das hat ein bisschen gedauert, auch vor allem, weil ich das Ganze hier mal auffüllen musste und bauen und so weiter. Aber da wollte ich hier für meinen Neuanfang einfach eine kleine Erntemaschine war. Nee. Aber
ist auch irgendwie. Also funktionieren würde sie, glaube ich. Aber ich habe dann auch nie angepflanzt. Den ganzen Scheiß hier. Okay. War das das? Nein, wir müssen über die Treppe hochgehen. Und da werdet ihr staunen, wenn ihr das seht, was da oben ist. Da werdet ihr staunen. Werdet ihr neidisch sein. Die Spannung steigt. Hier sieht man auch nochmal die Insel. Ja, alles schön verbarrikadiert. Da vorne mit so kleinen, naja, Bojen. Also kann man ja nicht nennen. Die sind eigentlich kleine Inseln. Jetzt hier, damit da keiner gegenfährt. So. Aber es geht aufwärts. Und ihr seht, hier ist nichts. Na? Das hättet ihr euch nicht erwartet. Aber die Landschaft ist schon geil. Aber so ein riesiges Nichts, ne? Das wünscht ihr euch auch. Da seid ihr neidisch. Ne, hier wollte ich eigentlich ein kleines Schloss raufbauen, aber. Da ist ein Boot. Das hat sich auch irgendwie nie ergeben. Dann. Na? Da war die Treppe dann fertig und dann. Ja, dann bauen wir irgendwann mal ein Schloss. So, ne? Also, das ist auch nie fertig gesch beziehungsweise angefangen worden, sondern hüpfen wir mal hier runter schnell. Geht das ein bisschen schneller, flotter. Und dann dürfen wir jetzt wieder heimfahren. Hier seht ihr, das Teil geht nicht mal bis zum Meeresgrund, sondern schwebt so in der Luft. Nein, nein. Jetzt lenkt da durch, lenkt da durch, lenkt da durch, ohne Schaden zu nehmen. Ja, gut. So. Jetzt fahren wir wieder zur Insel zurück. Mal ein bisschen ausholen hier. Ein bisschen weiter ausholen. Und jetzt hier reinlenken. Ist das eigentlich so, dass man, wenn man hier jetzt Wolle platzieren würde, dass das nicht kaputt geht? Ich habe mal sowas gehört, aber. Was weiß ich. So. Ja, ganz toll. Ja gut, hier oben könnte ich noch kurz zeigen. Hier haben wir noch ein bisschen Weizen, bisschen Kürbis, bisschen Melone. Aber sonst ist auch nichts da. Das ist das Ganze hier ja mit dem ganzen Krimskrams. Hier haben wir noch sonst was. Diamanten haben wir nicht da. Ne, Diamanten haben wir nicht da. Nope. Kann ich mal da reinlegen. Geht's wieder runter. Und dann muss ich jetzt noch kurz was im Nether zeigen. Und dann geht's eigentlich schon in Richtung weit weg. Dann geht's eigentlich schon recht weit weg. So, Richtung, die Richtung. Also diesen Netherturm, diesen Turm, den ich euch gerade gezeigt habe vorhin, der geht bis da hoch, also recht weit. So. Genau hier habe ich immer die Soul Sand mitgenommen. Hier liegt auch noch ein bisschen was drin davon. So, und jetzt auf geht's. Schieben! So, da seht ihr nämlich die Treppe runtergehen. Und um die wollen wir uns jetzt kümmern. Du bleibst stehen. Du bleibst stehen, habe ich gesagt. Ich brauche dich noch. Vielleicht. Irgendwann mal. Bumm und zack und zack. So, jetzt gehen wir erstmal zu dem Gebäude hierauf. Das ist schon ein bisschen demoliert. Sollte nicht sein. Also das ist der Hauptstützpunkt, wenn man das so nennen will, in der Bekämpfung von Ghasts.